Willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Wir haben ja letzten Mal sehr, sehr viel gemacht und mal schauen, wie viel wir heute schaffen. Wahrscheinlich nicht so ein Megapart, auch wenn ich tatsächlich Lust darauf hätte, aber nee. Luigi, Raserei im Rätselhaus. Also hier wird die Thematik einfach sein, den Schnell so schnell wie möglich zu erreichen. Ganz genau. Nein, den Stern so schnell wie möglich zu erreichen. Es sollte aber eigentlich zu schaffen sein. Ideal wäre natürlich Toad, aber es muss ja mit jedem zu schaffen sein, also mach dir mal keine Sorgen. Das ist schon nicht zu schwer. Ja, einfach gepflegt drüber springen. Ah, ich bin drüber gesprungen. Luigi. Wisst ihr, was nice wäre? Wenn ich tatsächlich es irgendwie hinkriegen würde, ein Vierspieler-Part zu machen. Oh nein, ich habe meinen Tanuki verloren. Okay, Zune, wie auch immer. Aber ich glaube nicht, dass ich das irgendwie organisieren kann. Muss ich ja. Es ist ja schon schwer genug, zwei weitere Leute außer mir an einen Ort zu bekommen. Privat ging das wahrscheinlich, wenn ich woanders hingehen würde. Aber hier zu mir, zum Aufnehmen, kriege ich bestimmt nicht hin. Aber es wäre nice. Wir haben die 100-Sternen-Marke geknackt. Welt 4-5. Die verlorene Stadt in den Spike-Bergen. Okay. Hier wohnen also die Spikes. Das hier ist eine Stadt. Interessant. Muss ich mir merken. Aber wieder diese geile Musik. Hier muss doch irgendwas sein. Aha! Das mache ich jetzt auch einfach mal ganz gemütlich. Tada. Ich weiß nicht, zählt das als Cheaten? Was würdet ihr sagen? Galumbas. Stimmt, ist das hier das erste Spiel ist, in dem die Galumbas heißen? Ich meine mich schon vorher daran erinnern zu können, dass die so hießen. Oder verwechsel ich die jetzt mit den Glumbas aus Super Paper Mario? Oder nee, eigentlich gibt es die Glumbas ja auch in Super Mario Bros. Aber ich wette, die haben die da bestimmt noch nicht Glumbas genannt. Glumbas sind ja diese blauen Gumbas. Waren ja schon in Welt 1, 2 vom originalen Super Mario Bros. Was ist hier? Kommt schon, hier muss was sein. Aha! Na schön. Ich meine, ich hätte da hinten schon den nein! Letzten Grünstern erblickt, oder auch nicht. Naja. Den zu erreichen war jetzt auch kein Weltwunder.
Ich weiß nicht. Ich meine den Namen Galumba schon woanders irgendwie gehört zu haben. Oder habe ich mir den wirklich von diesem Spiel eingeprägt? Das muss man echt mal irgendwie nachverfolgen, wo deren Name erwähnt wurde. Ich meine, natürlich gab es die in Super Mario World, aber haben die auch da schon Galumba genannt? Oder haben die einfach gesagt, das ist irgendwie die Super Mario World-Version von einem Goomba? Da bräuchte ich jetzt mal die Anleitung, aber die habe ich leider nicht. Ich habe das Spiel Super Mario World sogar dreimal. Aber keine Anleitung. Jedenfalls nicht die Originale von damals. Ach komm schon! Wollt mich doch alle verarschen. Es ist doch hier wohl nicht so schwer. Er hat sogar noch einen Salto mehr gemacht, als ich erwartet hätte. Okay, jetzt bin ich einfach mal sehr vorsichtig. Okay. Das ist nicht so schwer. Man muss einfach nur ein bisschen aufpassen und gut ist. Na, immerhin müssen wir den Level nicht nochmal neu machen, hä? Miau. Welche Katze sagt schon Miau? Ich habe drei Katzen, ich müsste das wissen. Die sagen... Miau. 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 Die miauen alle anders. Der Benny, der miaut so. Miau. 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 Und der Lukas, der miaut so. Miau. Miau. Und die Mona, die miaut eigentlich fast gar nicht, aber wenn, dann miaut die auch so. Das erste Versteck der Feuerbrüder. Heute ist ein Mario und Luigi Part. Cool. Cool. In nur 8 Sekunden, also es sind jetzt nicht echte Sekunden, das wissen wir aber trotzdem. Ich nenne es jetzt einfach mal Sekunden, weil ich hier keine Ahnung habe, was für eine Zeiteinheit das da ist. Ein gesteckter Stempel. Ein gesteckter Stempel. Ein geschenkter. Und schaut mal, wen wir da haben. Pixel Luigi, der stalkt uns ein bisschen. Das ist gruselig. Aber auch irgendwie lustig. Das ist fast schon sein eigener Charakter, Pixel Luigi. Wann kommt denn das Pixel Luigi Amiibo raus? Das ist doch auch mal vonnöten, oder? Boss Karumpels Lava-Versteck. Karumpel. So heißen also diese Felsblocken hier. Ich lerne hier alle möglichen Gegnernamen. Das ist ja schön.
Oh. Da hätte ich jetzt den einen für gebraucht. Ach, da ist er ja wieder. Und jetzt hätte ich vielleicht auch ein bisschen Trickserei so hingekriegt. Aber ich will jetzt mal nichts riskieren. Weg mit der. Durch die Lava. Das sind aber sehr Hitze. Die widerstehen der Hitze ja aber mal sehr. Hier weiß ich noch, ist der Stempel. Das ist ein sehr fieses Versteck, das muss ich zugeben. Aber deswegen ist es mir auch in Erinnerung geblieben. Ach komm schon. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Ach, was? Was sind. Ey! Das war jetzt Absicht. Ich werde es nochmal machen. Ach, nochmal von vorne. Ach, egal. Wäre doch dann jetzt sowieso passiert. Na schön. Es ist ja wohl nicht so schwer, den da drauf zu bringen. Obwohl, ich könnte es auch mit dem Gamepad machen, aber... Nee. Ich muss ja nicht alles mit dem Gamepad machen. So, es ist doch nicht so schwer. Da ist der letzte grüne Stern. Ich weiß auch, wie man dran. Die tragen einfach eine Münze, wie niedlich. Und die tragen eine Katzenglocke, aber ich habe schon zwei. Okay, wir haben sonst alles. Er sieht ja auch cool aus mit seinen Edelsteinen, die er da drin hat. Frage ich mich natürlich, was für Edelsteine sind es. Das sind auf jeden Fall weiß. Was für weiße Edelsteine gibt es? Also natürlich, es gibt eine Menge weiße Edelsteine, aber schwer zu sagen. Nehmen wir mal was Obskures, was das sein könnte. Langbeinite. Oder wie auch immer. Oder Langbeinite heißt es wahrscheinlich dann auf Deutsch. Das ist jetzt offiziell bestätigt von mir. Das ist Langbeinite. Obwohl er gar keine Beine hat, aber mir egal. Er könnte natürlich auch einfach sagen, es sind Diamanten, obwohl gibt's so weiß, also es gibt weiße Diamanten, aber das sind dann eher so diese durchsichtigen. Die zählen dann auch als weiß, aber so weiß undurchsichtig. Habe ich noch nie gesehen bei den Diamanten. Diamanten sind eigentlich immer durchsichtig und haben, wenn, dann noch so einen farblichen Hauch. Meistens dann gelb, blau oder pink. Gibt es aber auch in anderen Farben, aber das sind die am meisten vorkommenden. Ja. Steven Universe hat mir eine Menge über Edelsteine beigebracht, oder er sagt mich dazu verleitet, mich mit Edelsteinen zu beschäftigen. Es gibt keine Langbeinite in Steven Universe. Noch nicht, man weiß ja nie. Wir haben noch gar keine weißen Gems kennengelernt. White Diamond wurde ja auch noch nicht vorgestellt, deswegen wahrscheinlich. Weil wir sonst zu viel wüssten.
Ja, da gibt's viel, worauf ich gehypt bin. So, jetzt haben wir Daisys Fee befreit und kommen jetzt hier in diese Welt, in der wir ja schon mal waren, aber das ist uns jetzt erstmal egal. Welt 5.1, Sonnenbrand am Tropenstrand. Den Level mag ich sehr gerne. Sehr schön, Peach kommt mal gar nicht dran. Okay, ist sonst nichts. Oh, schaut mal, wie schön das ist. Ich habe ja schon in Super Mario Galaxy geschwärmt, wie schön die Strandwelten in Mario-Spielen sind. Das hier ist keine Ausnahme, Leute. Oh, ich liebe es. Bumerang! Bumerangblume! Ich liebe die Bumerangblume, Leute. Das hat mich auch schon in 3D-Land gewundert, warum die nicht so mehr benutzt haben. Es war ein neues Item, aber dann fokussieren die sich auf den Tanuki, den es ja schon mal gab, nämlich in Super Mario Bros. 3. Und dann einfach ein ganz neues Item, die Bumerangblume, wurde komplett ignoriert. Dann, die kam auch erst in Welt 5 vor und hier auch. Also, wohl ist es Welt... Welche Welt ist das jetzt? Welt 1, 2, 3, 4... Auch wieder Welt 5. Ja. Dabei ist die eigentlich ganz cool. Naja. Ich muss das ja nicht alles nachvollziehen können, denke ich mal. Auch sehr schöne Musik. Das ist so ein Level, da kann man einfach sich sehr schön entspannen. Wie der Koopa einfach explodiert, ist sehr schön. Goldener Panzer. Jetzt zerbricht aber leider. Oder auch nicht? Kann man einfach unendlich viele Münzen rausfarmen? Wow. Ich meine, der zerbricht irgendwann. Yep. Habe ich mich nicht geirrt. Ich war gerade überlegen, das wäre doch cool, wenn man das auch in... Super Mario Odyssey hätte machen können mit den Koopa-Panzern, aber gab's da überhaupt so Koopas? Captain Toad ist zu schlau für meine... Captain Toad ist zu schlau für meine Verkleidung. Ich sag schon, was macht der, aber das liegt an meinem Mikrofon mal wieder. Dass der erkennt, was ich sage. Ach, schaut mir jetzt ein One-Up. Hey, hey! Das war nicht Absicht. Okay, wo ist der Stempel? Kommt nicht noch mit Plessy eine Stelle jetzt gleich? Es kann natürlich sein, dass der Stempel da ist.
Ist wahrscheinlich auch so, weil ich wüsste jetzt nicht, wo es hier noch so ein Versteck gibt. Aber oh, optisch sieht dieser Level so schön aus. Wenn es noch für immer so bleiben würde. Ja, da hinten sich auch die Röhre und ja, ja. Das kommt noch. Plessy hatten wir auch schon lange nicht mehr. Schön, dich wiederzusehen. War da ein Pixel-Luigi oder habe ich mich verguckt? Ich glaube, ich habe mich verguckt. Da hinten ist der Stempel, ich sehe ihn. Nice. Tschüss, Plessy. Na schön. Na, das lief doch mal toll. Dieser Level ist schön. Und ja, mit so einem schönen Level beenden wir dann auch den Part. In die 20 Minuten haben wir jetzt auch voll. Also, bis dann. Wenn wir mit Welt 5 weitermachen. Ciao.